EA Productions. EA Productions liest Franz Blei, der persische Dekameron aus dem Jahre 1927. Heute Kapitel 6, der Berg der Freuden. Al-Furan hatte durch die Heiligkeit seines Lebens und durch seine Enthaltsamkeit die Herzen der ganzen Provinz Irak gewonnen. Aber keiner war mehr von diesem heiligen Derwisch bezaubert als Sanballat, der Sohn des Samis, eines Kaufmanns in Balsora, der ihn für den Stand, worin er lebte, bestimmt hatte. Al-Furans Einsiedelei lag im Walde, nahe bei den Vorwerken der Stadt. Sie war aus einem ungeheuren Felsen in der Seite eines Berges gebildet und enthielt zwei Zellen, wovon die äußere für die gewöhnlichen Verrichtungen des Lebens diente, die innere für die Andacht und die religiösen Übungen des Derwisches. Zu der Einsiedelei Al-Furans strömten beim Aufgang der Sonne Tausende, um die Lehren aus seinem Mund zu hören. Selbst die ärmsten Untertanen von Balsora versäumten nicht, dem weißen Al-Furan zu lauschen, obgleich das Werk ihrer Hände dadurch vernachlässigt ward und ungetan blieb. Der fromme Sanballat lieh diesem bezaubernden Lehren beständig ein aufmerksames Ohr und schlürfte tief die weißen Worte des Derwisches von Balsora. Eines Tages, als der Derwisch seine Zuhörer ermahnt hatte, sich nicht länger mit den irdischen Angelegenheiten oder mit den gewöhnlichen Sterblichen zu befassen, trat Sanballat vor ihn hin und bat Al-Furan, ihn in die Mysterien seines glücklichen Lebens einzuführen. »Kannst du, o Jüngling«, sprach der Derwisch, »die Eitelkeiten dieses Lebens verlassen, um in der Einsamkeit und Enthaltsamkeit deine Jugend zu vergessen? Kannst du alle irdischen Verbindungen, deine Freunde, deine Geliebte und ihre Vergnügungen der beständigen Gesellschaft eines alten Derwisches aufopfern? Wenn du zu allem diesem entschlossen bist, so lass mich zuvor deinen Glauben und deine Unterwürfigkeit auf die Probe stellen. Steige diesen schroffen Felsen auf den Stufen hinan, welche ich in seinen Seitenwänden ausgehauen habe, und setze dich auf den Stein, der mit seiner Fläche dem starksten Sonnenfeuer ausgesetzt ist. Dort bleibe, während die Sonne dich bei Tage zerschmilzt und der feuchte, ungesunde Tau dich des Nachts überfällt. Nach 3 Tagen will ich dir von den auserlesensten Speisen bringen, die mir die reichen Einwohner von Balsora täglich schicken, um meinen Appetit zu reizen. Wenn du von ihnen kostest oder nur Lust nach ihnen bezeugst, so wird sich der Fluch des Feuergottes auf dich herablassen.« Sanballat bestieg, wie ihm befohlen ward, den heiligen Berg. Den ersten Tag verbrachte er in einer feierlichen Stimmung zu. Er vereinigte sich mit der Stille. Er wagte nicht aufzublicken oder seine Stellung zu verändern, hielt seine Augen beständig auf den Boden geheftet. Am 2. Tage setzte Al-Furan eine mit köstlichen Speisen reich besetzte Tafel vor seinen Schüler hin. Sanballat blickte nicht eher nach den verlockenden Speisen, als bis Al-Furan es ihm befohlen hatte und beharrte standhaft und gewissenhaft bei seinem Entschluss. Als dieses der Derwisch sah, lobte er seinen Glauben und ermahnte ihn, sich auch fernerhin den Lehren folgsam zu beweisen. Am 3. Tage war der arme Jüngling vom Wachen und von der Strenge der Einsamkeit ganz erschöpft. Al-Furan jedoch bemühte sich, den Jüngling mit Versuchungen von seinem Vorhaben abzubringen. Der fromme Sanballat aber blieb standhaft und erfüllte zuletzt alle Befehle seines Meisters. So eingeweiht, führte ihn der Derwisch von dem Berg in die Zelle herab und überließ ihn hier eine Zeit lang der Ruhe und der Erquickung. Dann kehrte Al-Furan auf den Berg zurück, um hier seine täglichen Opfer auf dem Altar des Feuers zu verrichten. Mit dieser Handlung brachte er den übrigen Teil des Tages zu, während welcher Sanballat die entzückendste Musik hörte, die durch die Wand des Berges zu dringen schien und die Zelle mit ihren Harmonien erfüllte. Al-Furan und sein Zögling widmeten ihre Zeit den unüberwindlichen Mächten des Feuers. Die ganze Stadt Balsora ließ sich zu der Religion des Derwisches bekehren, und alle, ihr Gewerbe vernachlässigend, strömten sie herbei, um die Lehren von seinen Lippen einzusaugen.
Aber was mitten in seiner Heiligkeit einen ganz seltsamen Eindruck auf Sanballat machte, war, dass sein Meister ihm niemals gestattete, auf den Berg zu steigen. Wenn er den Derwisch nach dem Grunde fragte, warum er diesen heiligen Dienst nicht auch verrichten dürfe, wurde er mit ausweichenden Antworten abgefertigt. Einmal, um die Stunde der Mitternacht, als Sanballat seinen Lieblingswünschen nachträumte, erschien an der Tür seiner Zelle die Gestalt eines kleinen alten Mannes. Sanballat wollte bei diesem Anblick laut um Hilfe rufen, aber er vermochte es nicht, denn seine Zunge klebte ihm fest am Gaumen. Die kleine Figur näherte sich und stand vor dem erstaunten und versteinerten Schüler. »Ich bin«, sprach das Phantom, »der gute Genius, der über dein seltsames Schicksal wacht. Alfuran hat in dieser Nacht deinen Tod beschlossen und ist gesonnen, dich seinem barbarischen Gotte zu opfern. Ich kann dir nicht weiter beistehen, denn Alfuran besitzt das Siegel Nadox, welches er seinem Brahminen entwendet hat. Aber wenn du beherzt bist, so gehe mutig in seine Zelle, taste mit deiner Hand an seinen Busen, wo es verborgen liegt. In dem Augenblick, wo du es in der Hand hältst, bist du auch außerhalb aller Gefahr. Wenn du es hast, so werden seine Kräfte dir, seinem neuen Besitzer, untertan sein. Sei daher ohne Furcht und vergiss nicht, sobald du das Siegel in der Hand hältst, einen zweckmäßigen Gebrauch davon zu machen.« Sanballat schlich sogleich in die Zelle des verräterischen Alfuran. Nachdem er sich überzeugt hatte, dass der Derwisch schlief, führte er seine Hand ganz leise an die Brust des Schlafenden, griff unter die Kleidung und zog kühn das Siegel des Nadok hervor. Da wachte durch die Kraft des Geistes der Derwisch auf. Als dies Sanballat bemerkte, wünschte er seinen Vorsatz ausgeführt, und Alfuran sank wieder in einen tiefen Schlaf. Der junge Mann, der nun die Macht des Siegels erprobt hatte, pries Mohammed und eilte aus der Zelle. Vor der Tür erwartete den Jüngling der Genius Mamluk. »Nach diesem Sieg wollen wir den Berg ersteigen, und du sollst dich von der Nichtigkeit deines Gottesdienstes überzeugen.« Als sie den Altar auf der Fläche des Berges erstiegen hatten, rückten sie den Stein von seiner Stelle. Da entdeckten sie eine schwarze Treppe, die in das Innere des Berges führte. Der Jüngling stieg nun mit seinem Führer immer tiefer in das Innere des Berges, durchschritt mehrere dunkle Gänge, bis sie an einen gelangten, aus dem melancholische Klänge vieler Instrumente ihnen entgegenrauschten. An dem niederen Ende des Ganges gewahrten sie eine Menge dicht verhüllter Matronen, die mit feierlichen Schritten längs der Öffnung des hohlen Ganges auf- und niederschritten. »Ich wünsche, O Mamluk«, sprach Sanballat, »dass diese mich aufnehmen, wie sie Alfuran aufzunehmen pflegten.« Als er so sprach, versammelten sich alle Matronen um ihn. Einige küssten seine Hände, andere seine Füße, und wieder andere warfen sich auf ihre Knie und berührten unter der Bezeugung ihrer tiefsten Ehrfurcht den Saum seines Gewandes. Von dieser Schar umgeben ging der erdichtete Derwisch zu dem entlegeneren Ende des Ganges, wo ein geräumiges Tor einen dunklen Tempel aufschloss. In der Mitte dieses Tempels befand sich ein Altar, hoch über dem Boden emporragend, auf dem ein starkes Feuer, mit Ölen und aromatischen Hölzern genährt, ununterbrochen Tag und Nacht brannte und von den Spezereien Nahrung erhielt, die Alfuran von den betörten Einwohnern Balsoras gespendet bekam. In dem Augenblick, als Sanballat an das Feuer herangetreten war, setzten die Orgien ein. Die weiblichen Adepten gebärdeten sich, von den Anfällen einer wilden Raserei ergriffen, wie Unsinnige, seufzten, weinten, peitschten sich, fielen in Ekstase und sanken zuletzt, von ihren ausschweifenden Bräuchen entkräftet, rings um das Feuer, welches sie verehrten, in einen matten Schlummer. »Nun musst du, Sanballat, mutig und beherzt sein. Kannst du der Versuchung widerstehen?« »Ach«, antwortete Sanballat, »ich glaube es, aber es war eine törichte Einbildung, die aus dem Stolz einer falschen Religion entsprang.« »Dein Misstrauen ist klug und verrät ein demütiges Herz. Aber da für deinen jungen Glauben an den Propheten die Versuchung zu stark sein könnte, so hat er mir erlaubt, die Stelle Alfurans zu vertreten und dich unsichtbar durch diese Labyrinthe eines betörenden Irrtums zu führen.«
Mamluk nahm nun die Gestalt Al-Furans an, und Sanballat stand, nachdem er sich unsichtbar gemacht hatte, neben dem verwandelten Genius. Mamluk hob seine Hände in die Höhe und schlug sie in der Luft zusammen. Durch dieses Klatschen wachten die Matronen auf, und er befahl, den Becher der Liebe zu bringen. Vier alte Matronen brachten alsbald einen großen Trinkbecher, aus dem der Genius und alle Frauen tranken. Kaum hatten sie von dem Trank genommen, fingen sie an, obszöne Lieder zu singen. Mit unzweideutigen Bewegungen begleiteten sie die Worte und blieben im Rhythmus des Liebesspiels. Bald aber steigerten sie das Tempo zur Raserei, warfen ihre Kleider ab, und in dieser völligen Nacktheit wurde ihr Tanz im höchsten Grade schamlos und unzüchtig. Nach dem Anblick dieses seltsamen Tanzes verließen beide den Berg, gingen den Hügel hinab und standen vor der Zelle des Derwisches. Die Menge drängte sich um den Genius, weil er noch immer die Person des Al-Furan vorstellte. Einige segneten ihn mit Tränen in den Augen, andere beteten ihn an. Da erhob Mamluk plötzlich seine Stimme und sprach zu den Einwohnern von Balsora: »O, ihr verblendeten Götzendiener, warum habt ihr die Verehrung eures Propheten verlassen und seid den Lügen und Fabeln des Zauberers Al-Furan gefolgt?« Als er diese Worte sprach, legte der Genius die Hülle des Derwisches ab und erschien ihnen in der Schönheit seines himmlischen Ursprungs. »Ich bin Mamluk, der Schutzgeist eurer Stadt, und nun sollt ihr die Eingeweide dieses Berges sehen.« Als er diese Worte sprach, schaute das Volk nach dem Berge hin, der zu bersten begann und bald seine inneren Höhlen sehen ließ. Aus diesem geheimen Aufenthalt der Lust und der Unmäßigkeit traten nun die Frauen hervor. Wie groß war das Erstaunen der Männer von Balsora, als sie unter der geheimen Rotte des wollüstigen Derwisches ihre eigenen Frauen und Töchter erkannten, die es verstanden hatten, zur Zeit der Mitternacht ihren Wächtern zu entschlüpfen. Denn alle Ausreden waren glaubhaft, sobald sie nur irgendwie mit dem Derwisch zusammenhingen. Nach dieser Erkenntnis fielen die Betrogenen über den Derwisch her, und der war am glücklichsten, der die meisten Merkmale seiner Rache an dem Unzüchtigen aufweisen konnte.